Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge Nummer 93 von Naborion. Ja, im Nachbarsektor erwartet die KI auf uns. Wir sind hier und müssen schauen, dass wir erstmal die Lady versorgen, die da nichts mehr raffinieren kann. Okay, dann ist das schon mal klar. Das heißt, nach dem Intro machen wir an der Stelle dann weiter. So, dann wollen wir mal auf die Karte gehen und gucken, dass wir die Lady finden. Das war Baumenü, nicht Karte. Da ist Karte. Dann wollen wir mal gucken, dass die Lady da ist. Die Lady ist da unten. Die Lady sollte da abbauen. Okay, da ist auch nicht ganz viel zum anderen. Nee, die baute hier ab, ne? Okay, und da war das Ressourcendepot. Ja, okay. Da gibt's auch eins. Weiß nicht, ich würde jetzt mal zum Kernmeer hinwollen, damit wir vielleicht Glück haben und auch mal einen anderen Rohstoff dabei kriegen. Also die Lady springt jetzt außer Reichweite, ist das? Okay. Dann springen wir gerade dahin, Lady. Dann springst du bitte dahin. Baust das dort ab. Fließt dann zum Ressourcendepot zurück. Machst da die Ressourcen weg und dann kommst du retour wieder auf 1. So, sollte passen, ne? Dieser Sektor ist außer Reichweite. Okay, das ist klar. So, dann schauen wir ins Baumenü und schauen kurz unsere Waffen an. 1, 2, 3, 4, 5. Aber das gefällt mir nicht, wie die angeordnet sind. Diese hier, die ist da hinten bestimmt falsch. Und das war ja ein Air-Laser. Komm, machen wir erstmal alle weg. Und dann bauen wir das nochmal neu auf. Also das ist ja die Wumme schlechthin. Die kommen wir hier vorne an der Spitze. So weit wie möglich nach vorne. Wunderbar. Das war jetzt physisch. Gut. Und dann haben wir hier Plasma und Schilde. Das ist schon mal gut. Kommt hier direkt daneben. Was haben wir dann? Elektro und Stein. Kommt auf der anderen Seite. Passt auch. Und was haben wir dann noch? Ein Doppellasergeschützturm. Das machen wir dann dahinter. Das funktioniert, weiß ich nicht. Warte mal. Was haben wir da jetzt für einen hingebaut? Ein Energie. Und was war das hier? Elektrostein. Den hatten wir doch schon da, ne? Oder ne? Okay, den nicht. Haben wir denn jetzt alles hier? Physisch? Energie? Plasma und Schilde, Elektronschein. Die sind physisch wahrscheinlich dann alle. Ganz viele Energieklamotten. Effizienz 82%. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt gerade das Bessere alles hier haben, oder? Die Energie war Reichweite 5,62. Oh, 14,28 ist die Reichweite da. Das ist natürlich schon krass, ne? Okay, lassen wir mal so. Jetzt müssen wir gerade noch zuordnen. Kommt alles auf 1. Obwohl wir diese hier vorne. Ja. Die Reichweite hier ist 7,48. Das ist ja eine ganz kleine Reichweite. 5. Ich glaube, wir machen diese hier mal. P. Das war die große Reichweite. Den machen wir mal auf 2. Dann können wir die 1 ausschalten, wenn wir erstmal aus der Entfernung verlassen machen wollen. Okay. Wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. So, dann haben wir das soweit. Dann würde ich sagen, auf die Karte, einen Schritt weiter, Koordinaten eingeben und drehen, dass wir richtig ausgerichtet sind. Und auf geht's. Mal gucken, was uns erwartet. Da ist es schon. Das Experiment. Noch sind wir nicht
Rufen, KI rufen, keine Antwort. Scheint nicht zu reagieren. Schließen. Okay, schauen wir mal. Fliegen wir mal so vorbei. So ein Vorbeiflug ist immer das erste Zeichen, dass man Präsenz zeigt, oder wie war das? Okay. F. Nochmal rufen. Scheint nicht zu reagieren. Rufen, scheint nicht zu reagieren. Geben wir mal einen Warnschuss ab. Signale werden stärker, okay. Wie ist denn unsere Aufgabe überhaupt? Zerstöre die Kay und sammle das Artefakt ein. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ja, nützt nichts, ne? Ja, funktioniert erstmal, ne? Warte mal, wir haben noch eine Waffe, die noch näher rein müssen. Na, die KI verschlechtert sich gerade. Eigentlich sind wir gar nicht mit denen böse, oder wie sehe ich das? Überhitzt alles. Oh, da sind jetzt noch ein paar Leute dazugekommen. Was sind das für welche? Xotan-Schiffe, okay. Okay, die wird angegriffen, ich nicht. Sehr interessant. Aber irgendwie. Ah, doch, jetzt passiert langsam was. Das Blaue geht ein bisschen zurück, oder? Ich habe Angst, dass ich so ein Xotan-Schiff erwische. Und wenn ich das erwische, habe ich die auch noch gegen mich, oder? Irgendwie observiert er alles oder was? Da passiert gar nichts. Also ist bei mir überhitzt alles, ne? Ich glaube, jetzt geht auch die Energiewaffe dann in dem Bereich, oder? Es tut sich nicht so wirklich was. Es geht nichts runter, oder? Das bleibt die ganze Zeit da oben, das Blaue. Um 108 ist die KI verschlechtert jetzt. Okay, jetzt glaube ich. Irgendwie kann ich da nicht ganz viel machen. Da tut sich gar nichts. Wie soll ich die denn dann kaputt kriegen, wenn sich da nichts tut? Selbst die Xotan haben da keine Schnitte gegen. Ja. Kann ich mit der noch interagieren jetzt? Scheint nicht zu reagieren. Es passiert nichts. Also wir machen Schaden, wir überhitzen aber permanent. Oh, da ist was ab. Ne, das ist ein Xotan. Ich dachte, da wäre gerade was abgesprungen. Ja, weiß ich auch nicht.
Da purzeln die Zahlen nur so runter, aber irgendwie. Keine Ahnung. Der trifft mich bald, ey. Da habe ich auch keinen Bock drauf, vom Sodor abgeschossen zu werden. Wo ist denn der jetzt da? Das Schießen. Die KI wird, die Beziehung geht jetzt wieder hoch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, weiß ich auch nicht. Ich soll die zerstören, aber wie? Habe ich noch eine andere Waffe, die es bringt? Nicht wirklich, oder? Na, warte mal, habe ich die überhaupt an? Da sind alle an. Ja, ich kann ja mal die ausmachen, ne? Das ist physischer Schaden. Da ändert sich aber nichts. Ja, das ist ein No-Go, würde ich jetzt sagen. Irgendwie will das Ding nicht. Tja. Ja, das ist spannend, ne? Ich kann da jetzt nichts machen, irgendwie. Schießt da drauf und die Balken gehen nicht runter. Das Teil ist immun, würde ich sagen. Also ich mache genug irgendwas runter, aber der blaue Balken geht schon mal nicht runter. Kann ich irgendwie so eine Ecke abschießen oder was? Die Besatzungsschiffsrituelle wurde bezahlt, okay. Tut sich auch nichts. Nicht wirklich hier einen Erfolg zu sehen, oder? Schießt er auf die oder schießt die auf den? Schlecht zu sehen, ne? Ist das die KI? Ich glaube, die KI schießt auf das Ding, ne? Ja, ich glaube, die KI schießt auf den Xotan. Und da ist auch nur noch einer, ne? Oh, oh. Aber den kriege ich ja gar nicht kaputt, oder? Und schon mal gar nicht dann alleine, wenn die Zoo dann schon platt sind. Warte mal, da muss man ja bei dem sehen können. Ja, der ist schon gleich fertig. Also ich kriege den nicht kaputt, nicht mit den Waffen, die ich jetzt habe. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Einkaufsbummel machen. Jetzt ist gleich der Xotan fertig. Jetzt ist kaputt. Und das Ding schießt jetzt nicht mehr. Und ich bin nicht so schlecht drauf. Also ich kann nicht gegen die KI, weil die KI geht nicht kaputt. Okay, da unten ist Raffinerie fertig geworden. Ja, kann man da irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich auch näher komme, das bringt ja auch nichts, oder? Gibt es irgendwo einen wunden Punkt oder sowas? Nicht zu sehen, ne? Ja, da war doch hier, ne, Sternzerstörer, da musste man so reinfliegen oder wie war das? Und dann ging das Ding in der Luft. Die KI
KI verschlechtert sich, ja. Die Lady ist auch schon wieder durch. Ist hier was auf der anderen Seite zu sehen? Hier Xotat-Schiffe, so mal gerade eben. Ich muss die Lady machen. Oh, jetzt war da aber gerade meine Kanone besser am Schießen, kann das sein? 300 Schuss waren das, aber es tut sich trotzdem nichts. Es springt immer kurz runter und dann geht es wieder hoch. Okay, das bedeutet, wir sind hier erst durch. Würde ich sagen. Da kommen wir sowieso, nehmen wir zur Rande erstmal. Dann würde ich sagen, springen wir in einen Sektor, wo wir ein schickes Depot finden. Schrottplatz nicht, da ist auch nichts. Hier auch nix. Nix. Ja, komm hier. Ausrüstungsdock da oben. Koordinaten eingegeben. Fertig. Und die Lady müssen wir nächstes Mal auch noch machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.